zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch etwas ganz Besonderes. Und zwar habe ich ein tolles neues Spiel entdeckt. Dieses Spiel nennt sich Aha World. Das möchte ich euch in diesem Video vorstellen. Dieses Spiel könnt ihr bei Apple im App Store finden, indem ihr in der Suche Aha World eingebt. Oder wenn ihr ein Samsung-Gerät habt, dann auf dem Google Play Store. Ihr gebt einfach Aha World ein und das Spiel wird angezeigt. So, also das sehen wir, wenn wir ins Spiel reingehen. Ich zeige euch jetzt mal hier alle Welten, die es gibt. Also wie ihr sehen könnt, gibt es auf jeden Fall sehr viele Welten mit ganz schön vielen Orten zum Entdecken. Aber ich werde mich in diesem Video vor allem auf diese Halloween-Welt hier fokussieren. Die ist nämlich neu und wir haben ja auch gerade Oktober, bald ist Halloween und ich denke, da ist das ganz schön passend. Aber bevor ich euch diese Welt und noch hier ein paar andere Sachen zeige, erstellen wir uns erstmal eine Figur. Dazu drücken wir hier unten auf diesen Button mit der Figur drauf. Und dann sind wir hier auch schon im Menü, wo wir die Figur erstellen können. Da drücke ich jetzt einfach mal auf das Plus. So, und da haben wir jetzt hier schon direkt so eine zufällig erstellte Figur. Wenn wir hier hindrücken, erstellt es ganz viele andere zufällige Figuren. Da suche ich mir jetzt gleich mal eine aus und die können wir dann umgestalten. So, dann nehme ich jetzt einfach mal hier diese Figur und die gestalten wir mal um. Zuerst die Hautfarbe. Da nehme ich diese hier. Dann geht es gleich mal weiter mit den Haaren. Hier sind die Jungshaare und hier die Mädchenhaare. Da wähle ich mal zuerst eine Haarfarbe aus. Und zwar, ich nehme jetzt einfach mal diese hier. Und jetzt gucke ich mir mal alle Frisuren an, die es hier gibt und suche mir dann die aus, die mir am besten gefällt. Also ich habe mir jetzt mal hier diesen Zopf ausgewählt, der hat mir am besten gefallen. Und dann machen wir jetzt gleich mal weiter mit dem Gesicht und zwar den Augenbrauen zuerst. Da wähle ich auch mal zuerst eine Farbe aus. Einfach genau dieselbe wie die Haarfarbe. Ich habe mich jetzt für diese Augenbrauen entschieden und weiter geht's mit den Augen. Ich habe mich jetzt für diese Augen entschieden und man kann auch noch eine Augenfarbe einstellen. So, ich habe jetzt diese genommen. Jetzt machen wir noch die Nase. Ich habe mich für diese Nase entschieden. Weiter geht's mit dem Mund. Ich habe mich für diesen Mund entschieden und hier unten haben wir noch Bärte, aber das brauche ich jetzt nicht. Weiter geht's hier mit der Gesichtsform. Da nehme ich diese hier. Das Gesicht ist jetzt fertig. Weiter geht's jetzt mit dem Outfit. Wir haben hier echt viele Outfits zur Auswahl. Wie man hier sehen kann, ganz schön viele, auch viele Kleider. Hier haben wir zum Beispiel so Berufe, zum Beispiel haben wir hier auch einen Ärztekittel, beziehungsweise das hier ist ein OP-Hemd, das ist ein Ärztekittel. Und hier auch noch viele weitere Sachen, zum Beispiel hier auch so ein Kochanzug. Und hier gibt es auch noch ganz viele Verkleidungen, wie man hier sehen kann. Ziemlich viele für Halloween, Fasching und die ganzen Feste eben. Und hier bei diesem T-Shirt und bei der Hose kann man sich eben ein einzelnes Outfit zusammenstellen. Also man kann sich ein T-Shirt auswählen und eine Hose auswählen, dazu noch Schuhe und so. Und dann kann man sich ein individuelles Outfit zusammenstellen und das mache ich jetzt mal. Das Outfit ist fertig, so sieht es aus. Also mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Hier kann man sich noch viele Accessoires auswählen, zum Beispiel Ketten. Die sehen alle echt süß aus. Und hier oben sogar ein Kopfhörer. Ich finde, der sieht echt cool aus. Ich glaube, den nehme ich. Dann gibt es hier noch Schürzen und Handtaschen. Die sind auf jeden Fall auch echt süß. Hier unten gibt es noch Schals und außerdem Armbänder für beide Hände, für rechts und für links. Und hier gibt es dann noch mehr Accessoires, also zum Beispiel hier haben wir Brillen,
Sonnenbrillen und hier auch noch so eine Tauchermaske oder so eine Gasmaske. Und dann haben wir hier auch noch ganz viele Masken, unter anderem auch Gesichtsmasken, sogar mit einer Gurke. Die sind echt cool. Und es gibt sogar Ohrringe. Das ist auf jeden Fall sehr toll. So, hier ist jetzt also die fertige Figur. Ich finde, sie ist echt süß geworden. Es gibt sehr viele tolle Accessoires und sogar Schmuck, den man den Figuren anziehen kann. Und ja, dann würde ich mal sagen, erkunden wir jetzt gleich mal ein paar Orte mit der Figur. Also hier haben wir die Anfangswelt. Dort gibt es hier so ein Apartment, das ist kostenlos. Und die meisten Sachen, die hier drin sind, sind auch kostenlos. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Hier kann man sich seine Häuser selbst einrichten, aber das schauen wir uns später an. Dann haben wir hier so eine Meereswelt, beziehungsweise auch eine Piratenwelt, wie man hier sehen kann. Auch eine riesige Krake gibt es hier. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Und dann haben wir hier so eine Vulkaninsel, eine sehr schöne Schneewelt und eben die Halloween-Welt. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wir haben gerade Oktober und diese Welt ist passend zu Halloween dazugekommen. Da sehe ich jetzt gleich schon auf diesem Berg da oben mit dem Werwolf eine ziemlich schaurige Gruselvilla. Und ich würde sagen, die können wir gleich mal erkunden. So, wir sind jetzt hier auch schon in der Gruselvilla drin. Am besten gehen wir jetzt gleich mal nach rechts weiter. Hier haben wir eine große festlich geschmückte Tafel mit einigen Halloween-Spezialitäten. Die können wir gleich mal probieren. Ich sehe hier direkt schon solche Gruselaugen. Ich denke, das sind so Gummibärchenaugen. Die sind auf jeden Fall sehr lecker. Und dann haben wir hier einen Kuchen, der wie ein Gebiss aussieht. Auch sehr lecker. Dann sind hier noch solche Hexenfinger. Die gibt es bei uns auch oft an Halloween. Die kann man ganz einfach selber backen und sind sehr lecker. Und dann ist hier noch ein großer Geburtstagskuchen. Kann man den auch essen? Ja, den kann man auch essen. Hier an der Wand sehe ich schon ein paar Bilder, die sich bewegen können. Einmal hier so eine Skeletthand und ein Zombie-Mädchen, das versucht aus dem Bilderrahmen rauszukriechen. Und hier an der Wand haben wir noch mehr Bilder, die sich bewegen. Und dann gehen wir jetzt hier direkt mal weiter in die Küche. Ich sehe hier direkt so ein Schleimmonster und ich glaube, das soll ein Mülleimer sein. Das kann nämlich alle Gegenstände einfach verschlucken. Das ist auf jeden Fall sehr witzig. Und dann haben wir hier so ein Ding. Ich denke, damit kann man Sachen schneiden. Probieren wir das gleich mal aus. Ja, das hat wirklich funktioniert. Jetzt haben wir hier aus den Kartoffeln Pommes gemacht. Also die Küche ist auf jeden Fall sehr cool gestaltet. Und hier sehe ich, dass man hier ein paar Rezepte ausprobieren kann. Im Kühlschrank sollte das enthalten sein. Also einmal so ein Blutpäckchen und ein Ei zusammen mixen. Und dann haben wir schon so einen Blutmuffin. Es gibt auf jeden Fall noch einige mehr Rezepte, die man ausprobieren kann. Zum Beispiel mit noch so einem Blutpäckchen und einer Kartoffel. Da haben wir Pommes draus. Die kann man dann auf den Teller machen und auch essen. Das ist sehr cool. Und dann haben wir hier noch mehr Rezepte, die kann man alle ausprobieren. Weiter geht es nach draußen in den Garten. Hier haben wir einen Monsterfänger oder einen Geisterfänger. Der hat hier so ein Gerät, mit dem er die Geister einfangen kann. Und hier versteckt sich auch schon einer. Und dann haben wir hier noch einen Hexenbesen. Auf dem kann man super herumfliegen. Und dann haben wir hier noch das Auto des Geisterfängers. Das kann man sogar bewegen. Hier sind wir jetzt wieder beim Aufzug und wir gehen einmal in die andere Richtung weiter. Da gibt es nämlich noch mehr Sachen. Und zwar haben wir hier, glaube ich, das Wohnzimmer. Hier haben wir erstmal einen großen Schrank mit sehr vielen Sachen darin. Und hier versteckt sich noch ein Geist. Dann haben wir hier die Sofas. Und dort ist eine ziemlich gruselige Puppe in dieser Vitrine drin. Die bleibt da besser mal.
Und hier haben wir an der Wand Masken hängen, die man auch anziehen kann. Hier haben wir einen Kamin mit lilanem Feuer und eine Skelettkatze darauf. Und dann haben wir hier noch einen Fernseher. Der ist aber leider kaputt. Und dann geht es hier auch nochmal nach draußen in einen Hintergarten. Mit einer ziemlich gruseligen Figur hier. Und einem schaurigen Baum. Das war die erste Etage. Wir gehen gleich mal hoch in die zweite. So, dann gehen wir gleich mal nach rechts weiter. Da sind wir auch schon im Bad. In der Badewanne haben wir Blut als Wasser. Und aus der Dusche kommt auch Blut raus. Und in der Toilette haben wir hier so eine Hand. Und im Waschbecken haben wir auch Blut. Weiter geht's direkt mal hier in dieses Zimmer. Das ist ein Kinderzimmer des Vampirjungen hier. Der Teppich ist auf jeden Fall sehr lustig. Der ist ein Augapfel, der sich bewegt. Und hier oben haben wir einen Sarg als Bett. Und ganz schön viele Halloween-mäßige Spielzeuge. Und hier haben wir dann die Tür. Die kann man auf und zu machen und die führt in das Zimmer des Vampirmädchens. Das ist hier. Und sie hat hier auch schon einen Geist und auch einen Sarg als Bett. Und ein sehr schaurig gestaltetes Zimmer. Mit ziemlich vielen sehr gruseligen Tieren hier. Mit irgendeiner Totenkopfspinne oder Krabbe. Das ist auf jeden Fall lustig. Weiter geht's hier in die andere Richtung. Dort sind wir im Babyzimmer. Das Baby liegt hier. Das sieht aus wie ein Clown. Und dann haben wir hier eine Rutsche für das Baby. Die ist sehr witzig. Und in diesem kleinen Sarg sind auch noch ein paar Anziehsachen drin. Und hier haben wir noch eine kleine Höhle mit ziemlich gruseligen Kuscheltieren. Und dort ist noch der Kinderwagen. Und dann geht es hier direkt weiter in das Schlafzimmer der Eltern. Dort ist auch schon die Vampirmutter darin. Die hat ein sehr schönes Kleid an. Hier ist ihr Schminktisch und da haben wir noch eine Truhe mit ganz schön vielen Sachen darin und das große Elternbett, das auch ein Sarg ist. Das war die zweite Etage, jetzt gehen wir mal hoch in die letzte Etage, nämlich die dritte. Hier sind wir jetzt in der dritten Etage, gehen wir wieder nach rechts weiter und schauen mal, was dort ist. Hier haben wir eine Art Labor. Und ich sehe direkt, hier ist ein Buch, das bewegt sich. Mal sehen, was sich darin versteckt. Ah, dort hat sich auch mal wieder ein Geist versteckt. Und hier haben wir sehr viele Sachen. Ziemlich labormäßig. Und hier haben wir noch ein großes Skelett mit einem Gehirn darin. Und noch so ein Monster. Und ich sehe, hier haben wir einen Hebel, den können wir betätigen. Und wahrscheinlich erscheint dort dann ein Monster. Tatsächlich haben wir hier ein Monster erschaffen. Und ich sehe, wir haben hier so ein Glas. Und überall in der Villa verteilt gab es ganz viele von diesen Gläsern. Und wenn man alle Gläser hier reinmacht, dann entsteht ein großes Monster. Das probieren wir jetzt gleich mal aus. Also, ich habe jetzt alle Gläser aus der Villa geholt und alle hier reingemacht, an die richtige Stelle. Und jetzt betätigen wir mal den Hebel und schauen, was passiert. Wow, da ist so ein Zombie entstanden. Der ist wirklich sehr lustig und ziemlich groß. Und das ist auf jeden Fall sehr cool, dass man einfach solche Monster hier erschaffen kann. Also, man kann auf jeden Fall noch mehr Monster erschaffen mit jedem einzelnen Glas. Das könnt ihr auf jeden Fall auch gerne ausprobieren. Dann gehen wir einmal noch hier entlang. Dort haben wir die Kammer des Vampirs anscheinend. Hier ist nämlich der Vampir. Und der hat hier ziemlich viele Sachen. Und wie ich sehe, ist hier auch ein Käfig. Und den können wir zumachen. Und wenn wir da oben auf diesen Knopf drücken,
Dann verwandelt sich der Gefangene in einen Werwolf. Das ist sehr cool. Und wir können ihn auch wieder zurückverwandeln. Und jetzt mache ich einmal wieder Tag, dass es etwas heller hier wird. Das war jetzt auch schon die gruselige Halloween-Villa. Die hatte echt viele Secrets und ist sehr detailreich gestaltet. Man kann dort super viele Sachen entdecken. Und jetzt würde ich mal sagen, erkunden wir mal diesen Ort hier. Das ist ein Friedhof. Gehen wir dort gleich mal rein. Das sehen wir, wenn wir in diesen Ort reingehen. Hier haben wir ein riesiges Geschenk, das sich hier versteckt. Drücken wir mal drauf. Und dort haben wir jetzt hier zwei Kisten. Die öffnen wir. Wow, also wir haben hier ganz schön viele Halloween-Kostüme bekommen. Also da haben wir wirklich super viele tolle Kostüme dabei. Man kann sich wirklich als alles verkleiden, was man will. Und diese Kostüme schauen wir uns später nochmal genauer an. Aber jetzt würde ich mal sagen, erkunden wir erstmal den Friedhof. Wenn wir das Tor öffnen, kommen wir einmal hierher. Hier ist eine Grabstätte für eine tote Braut, so wie es aussieht. Die bleibt besser mal hier liegen. Weiter gehen wir mal. Hier haben wir ein Grab in Form eines Hundehauses. Und dort haben wir einen Skeletthund drin. Hier haben wir ein super schönes Skelettpferd. Das sieht echt interessant aus. Und ein gruseliges Holzhaus. Öffnen wir mal die Tür. Da kommen ziemlich viele Fledermäuse heraus. Dann gehen wir jetzt mal von den Kostümen aus weiter hier in diese Richtung. Dort haben wir einen Brunnen und auf den können wir drücken. Und da kommt jetzt noch ein Kostüm raus. Also wir haben wirklich so viele Kostüme hier. Dann ist hier eine kleine Kürbisplantage. Wir können hier selber Kürbisse anpflanzen, indem wir das hier öffnen und dann einen Samen reinmachen. Und das Ganze dann gießen. Und so wächst langsam ein Kürbis heran. Und den kann man auch schnitzen. Mit diesem Messer hier. Und so haben wir einen tollen Halloween-Kürbis. Und hier ist noch ein Haus. Da hat jemand gerade eine Süßigkeit herausgeschmissen. Und hier haben wir noch einen Hexenbesen. Der Friedhof war wirklich sehr cool und die Kostüme, die man dort bekommen hat, sind auch echt super. Also hier haben wir noch so einen Silvester-Bereich, aber hier steht Coming Soon. Das bedeutet, dass dieser Bereich erst noch rauskommen wird, weil wir haben ja noch ein paar Monate bis Silvester und ja. Aber ich sehe, hier unten haben wir noch einen Hexenladen. Den können wir auch mal noch erkunden. Da sind wir auch schon im Hexenladen. Hier haben wir eine Hexe, die ist die Verkäuferin hier. Gehen wir mal nach hier weiter. Da sehe ich, haben wir einen großen Hexenkessel mit einem Zauberbuch. Und da können wir verschiedene Rezepte ausprobieren, mit denen wir dann Zaubertränke mischen können. Das können wir jetzt gerade mal hier ausprobieren. Und zwar brauchen wir hier für dieses Rezept einen Pilz. Und dann noch so einen grünen Zweig. Den haben wir hier und rein damit. Und ich sehe, hier haben wir jetzt auch schon einen Zaubertrank bekommen. Die haben alle verschiedene Wirkungen und man kann super viele Tränke mischen. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Und dann geht es hier mal weiter. Hier haben wir den Bereich der Wahrsagerin. Man kann hier Karten legen. Und sich auch in der Kugel etwas voraussagen lassen. Und dann sehe ich hier noch eine Tür, die führt in einen geheimen Bereich. Gehen wir dort mal hin. Dann landen wir also hier. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Also wir haben hier so solche Totenköpfe und eine Karte. Mit der können wir ein Geheimnis entlüften. Ich lege mal diese Kerzen genauso rein, wie es auf der Karte gezeigt wird. Aber da fehlt noch eine Kerze. Wo ist denn die? Ah ja, hier ist sie. Und dann ist ein süßes kleines Monsterchen entstanden. Im vorherigen Raum habe ich auch noch so eine geheime Karte gesehen und auch noch ein paar Kerzen. Die hole ich mal kurz und dann können wir mal schauen, was passiert, wenn wir alle Kerzen in diese Halterungen reinmachen.
Hier habe ich jetzt die Karte und die restlichen Kerzen. Setzen wir die mal alle ein. Und da ist noch so ein süßes kleines Fledermausmonster entstanden. Das ist wirklich toll. Auch im Hexenladen gibt es sehr viele spannende Secrets und Sachen, die man entdecken kann. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Vorhin meinte ich ja noch, dass wir uns diese Welt später mal genauer anschauen und das machen wir mal. Und zwar kann man sich hier seine Häuser selber bauen und seine Welt auch selbst hier platzieren, beziehungsweise die Häuser selbst platzieren. So wie es einem gefällt, das ist wirklich toll. Wir haben hier sehr viele Häuser zur Auswahl. Wie ihr jetzt gerade gesehen habt, kann man sich diese Welt hier echt schön gestalten und man kann seiner Kreativität freien Lauf lassen, denn es gibt sehr viele Sachen, die man hier platzieren kann. Bäume, Pflanzen, Bänke, Brunnen, Parks, Häuser, also man kann wirklich alles machen, was man möchte. Und wie ihr sehen könnt, gibt es hier auch ein Halloween-Haus, das ist auch neu dazugekommen. Und passend für Halloween werde ich dieses Halloween-Haus einrichten und das zeige ich euch jetzt. So sieht das Haus aus. Und es geht auch noch nach oben. Es gibt zwei Stockwerke, die wirklich sehr groß sind. Und die richte ich jetzt ein. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns wieder, wenn ich das eingerichtet habe. Das Halloween-Haus ist fertig. Hier seht ihr die untere Etage. Und dort haben sich schon sehr viele schaurige Gestalten zur Halloween-Party getroffen. Wie ihr sehen könnt, haben die Figuren Kostüme an. Und ich kann euch sagen, das sind weitaus nicht alle Kostüme, die es in dem Spiel gibt. Also ihr könnt eure Figuren wirklich als alles verkleiden, was ihr wollt und eurer Kreativität freien Lauf lassen. So, das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen hat. Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr das Spiel schon mal gespielt? Und wenn ja, wie hat es euch gefallen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare unter dem Hashtag AhaWorld. Das würde mich sehr freuen. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!